Meldungen treffen vom ganzen Planeten ein. Am Himmel über der Erde wimmelt es von roboterähnlichen Wesen. Niemand scheint zu wissen, was sie wollen, ob sie Freunde oder Feinde sind. Viele Leute fragen sich, ob es sich hierbei vielleicht um eine Alien-Invasion handelt. Auf die Positionen, Männer! Wir unternehmen nichts, solange wir nicht angegriffen werden. Ich will nicht verantwortlich dafür sein, eine Schlacht mit diesen Dingern herausgefordert zu haben. Bringt euren gesamten Mut auf, Männer! Dies könnte die letzte Schlacht der Menschheit werden! Wie eitel diese Menschen doch sind! Sie glauben, dass ich hier bin, um sie auszulöschen. Dabei sind sie mir völlig gleichgültig. Mein einziges Interesse besteht darin, den Cyberplaneten-Schlüssel in die Hände zu kriegen. Dann bin ich allein Herrscher über das Universum. Na los! Ich muss da rankommen! Optimus braucht mich! Das bringt doch nichts. Halt! Vielleicht brauche ich einfach mehr Power. Primus, ich brauche dringend eure Hilfe. Schon viel besser! Schön, und jetzt zu dir, Eisklotz. Jetfire! Halt, nicht feuern! Rattler? Und was ist mit uns? Willst du uns nicht begrüßen? Schön, euch zu sehen, aber wieso sollte ich das Ding nicht hochjagen? Wenn du das tust, würdest du die gesamte Höhle zum Einsturz bringen, Jetfire. Mhm. Glaub mir, das geht nicht gut. Du hast recht. Wir sitzen also weiterhin hier fest. Wir sind noch nicht besiegt. Wir kommen hier schon raus. Wir brauchen deine Hilfe. Na gut, ich bin dabei. Auf geht's! Ich fasse es nicht. Wie sollen wir denn so viele Decepticons besiegen? Noch wurden keine Übergriffe der Maschinen gemeldet, aber die Anspannung wächst weiter. Die Menschen hier bereiten sich schon auf das Schlimmste vor. Man befürchtet ein Horrorszenario. Wir müssen doch irgendwas tun können. Wir werden jedenfalls nicht aufgeben, aber wir brauchen Optimus und die anderen. Die kommen schon wieder. Na hoffentlich. Schon, Jungs. Jetzt strengt euch mal an. Was glaubst du, was wir hier machen? Das bringt doch nichts. Wir kommen hier nicht raus. Und meine Hände... Meine frieren auch ein. Ja. Wir haben keine Wahl. Schließlich steht das gesamte Universum auf dem Spiel. Wir machen auf jeden Fall weiter. Mhm. Wir müssen den Cyberplaneten-Schlüssel vor den Autobots finden. Die Menschen könnt ihr ignorieren. Aber wenn sie Ärger machen, dann zerquetscht ihr sie wie Wanzen. Also los, Handlanger! Transformiert euch zu Suchschiffen und findet den Schlüssel! Jetzt, wo Optimus Prime aus dem Weg ist, kann mich niemand mehr aufhalten! Die gesamte Erde wird vor mir zittern! Yeah. Mann, das wird ja immer schlimmer. Wir müssen irgendwas unternehmen. Hast du vielleicht eine Idee? Nicht so richtig. Wo ist der Optimus Prime, wenn man ihn braucht? Der wüsste, was zu tun ist. Wir sollten uns lieber für den Angriff von Starscream wappnen. Aber es sind so viele. Wie sollen wir die besiegen? Wer weiß, ob Starscream überhaupt einen Angriff plant. Er scheint all seine Energie für die Suche nach dem Cyberplanetenschlüssel einzusetzen. Vielleicht müssen wir gegen seinen Willen einen Kampf erzwingen. Ist das dein Ernst? Aber gegen einen solchen Gegner haben wir doch nicht die geringste Chance. Uns bleibt keine Wahl. Der Cyberplanetenschlüssel darf Starscream nicht in die Hände fallen. Unter keinen Umständen. Ja, aber was können wir denn tun ohne die anderen? Wenn doch nur Professor Suzuki hier wäre. Die wüsste bestimmt, was zu tun ist. Ohne irgendeine gute Idee haben wir nicht die allergeringste Chance. Das ist doch ein vernünftiger Vorschlag, Dr. Suzuki. Sie sagen mir, was Sie wissen und bekommen dafür unsere Informationen. Also, Doktor? Wieso sollte ich Ihnen vertrauen? Schließlich haben Sie mich hierher verschleppt. Wer weiß, was Sie vorhaben? Trauen Sie eher den Maschinen, die über unsere Städte fliegen? Wie soll ich denn ohne Informationen wissen, wem ich trauen kann? Vielleicht wäre ich gesprächsbereiter, wenn Sie mir Ihre Geheimberichte zeigen würden. Das kann ich nicht. Tut mir leid. Sie müssen mir schon ein bisschen mehr sagen. Ich kenne ja nicht mal Ihren Namen. Ich heiße Franklin und arbeite für eine geheime Regierungseinheit. Mehr müssen Sie nicht wissen, Doktor. Ach ja? Wie schön, dass Sie das für mich entscheiden, Franklin. Da müssen Sie mir schon mehr bieten. Also jetzt reicht's mir aber. Was verbergen Sie? Hier, sehen Sie sich das mal an.
Diese Bilder wurden kurz vor der Invasion aufgenommen. Wo haben Sie die her? Ist es nicht verdächtig, dass Sie kurz vor der Invasion auftauchten? Vielleicht sollten Sie den Weg für die anderen bahnen. Ist das möglich? Könnte Ihre Freundlichkeit nur gespielt gewesen sein? Ich hoffe, die Kinder sind nicht in Gefahr. Mann, das ist weiter, als ich es in Erinnerung hatte. Aber das ist es wert. Der Ort muss unbedingt geheim bleiben. Dieser Narr. Er merkt nicht mal, dass ich ihm folge. Endlich. Und jetzt zu meiner Mission. Aber vorher muss ich natürlich checken, ob ich auch allein bin. Sieht gut aus. Komm schon, geh auf. Endlich. Die weg! Mann, es sind aber eine Menge Stufen. Hat dieser Trottel mich wirklich zum Cyberplanetenschlüssel geführt? Ich glaube, ich habe gerade den Jackpot geknackt. Hey, Ivek! Ich bin's! Was ist los, Ivek? Er ist gar nicht da. Ivek! Bin ich froh, dass es dir gut geht! Schön, dich hier zu sehen, Smokescreen. Wo warst du denn? Erzähl ich dir später. Es gibt ein Problem. Echt ärgerlich. Was? Ich meine, echt ärgerlich, dass du einen ungebetenen Gast mitbringen musstest. Da vorne! Oh je, meine Tarnung! Du? Was willst du denn hier? Ich wollte gerade wieder gehen. Zwei gegen einen liegt mir nicht so. Transformieren! Dann, Leute! Ich bin weg! So einfach kommst du nicht davon! Cyberschlüsselpower! Mal sehen, wie schnell du wirklich bist! Ich kann immer noch ausweichen. Ja, aber mir nicht! Dafür bin ich schneller als du! Niemals! Was tust du hier? Was willst du? Tut mir leid! Wenn ich dir das erzählen würde, dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Schlauberger! Smokescreen, was ist Sache? Ich habe gehört, wie jemand etwas über einen Cyberplanetenschlüssel gesagt hat. Das ist es also. Tut mir leid, aber das, wonach du suchst, ist nicht hier. Wo ist der dann? Sag schon! Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Tut mir echt leid, Sideways. Aber ich habe etwas anderes für dich. Jetzt reicht's! Wenn du nicht nett sein kannst, hau ich ihm ab! Smokescreen, wir müssen uns beeilen! Alles klar! Wir müssen der Sache auf den Grund gehen! Ah, kaum zu glauben, wir sind fast durch! Jetfire, jetzt du! Gut, Zeit für die Eisschmelze! Ich gehe in den Fahrzeugmodus! Alles klar, mach nur ordentlich Feuer! Na los, komm schon! Du bist fast durch! Sehr gut, Jetfire! Immer weiter so! Geschafft. Optimus ist frei. Geht es ihm auch gut? Optimus Prime! Alles bestens. Danke. Gott sei Dank. Ah,
Danke, mein Freund. Du hast wirklich alles gegeben. Jederzeit, Optimus. Ich habe alles per Funk gehört. Na schön, auf geht's. Verstanden. Juhu, wir haben es geschafft. Es gibt Hoffnung. Wir können noch gewinnen. Wahnsinn. Wir müssen sofort King Starscream mobil machen. Er muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Ich bin dabei. Ich werde ihn aufhalten. Ob das so gut ist? Sollten wir nicht lieber auf die anderen warten, Snar? Wir haben keine Wahl. Starscream wird sich auch nicht warten. Ja, Snar. Ich werde mitkommen. Schnell, Optimus. Du musst sofort herkommen. Mann, wenn ich doch auch nur etwas tun könnte. Aber was? Wir müssen uns beeilen. Das Schicksal des Universums liegt in unseren Händen. Es gibt immer noch keine Hinweise, was diese merkwürdigen Wesen wollen. Aber die Regierungsberichte klingen sehr düster. Es heißt, wenn die Eindringlinge freundlich gesinnt wären, hätten sie das längst verkündet. Man denkt bereits über eine Mobilmachung des Militärs nach. Die unbemannten Drohnenflugzeuge sind so gut wie startklar. Wir können in ein paar Sekunden abheben. Kaum zu glauben. Die Decepticons umspannen den gesamten Globus. Und trotzdem kann ich den Cyberplanetenschlüssel nicht finden. Es wird Zeit, diese Welt Stück für Stück auseinanderzunehmen. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Bis hierher und nicht weiter, Starscream. Jetzt gehörst du mir. Ich an deiner Stelle würde mich ergeben, Starscream. Na schön. Hast du meine neuen Freunde vergessen? Ich brauche einen besseren Stand. Da! Sehr mutig von dir, allein gegen mich anzutreten. Entweder das oder du bist einfach nur dumm. Aber da du keine Chance hast, würde ich sagen, dumm. Aber er ist nicht allein, Starscream. Deine Herrschaft ist zu Ende, Starscream. Was? Ausgeschlossen? Da irrst du dich. Nein! Ausgeschlossen ist unsere Stärke. Entschuldige die Verspätung, Snow. Kein Problem. Ich hab ja Gesellschaft. Jetzt bist du erledigt. Endgültig. Da irrst du dich. Decepticons, Angriff! Sie sind überall. Ich übernehme die in der Luft. Gut. Ich brauche etwas extra Power für die hier unten. Komm schon, Red Alert. Alles klar. Die Drohnenflugzeuge sind in ein paar Sekunden in Schussweite. Wenn es soweit ist, sollen sie mit allem feuern, was sie haben. Ja, Sir. Achtung, eine Meldung an die Zentrale. Wenn wir sie heute nicht besiegen, wird es vielleicht kein Morgen mehr geben. Okay. Drohnenflugzeuge sind in Position. Gefecht jetzt einleiten. Erstes Ziel anvisiert. Halt, ich bin auf eurer Seite. Ihr jagt die Falschen! Hey, passt auf, wo ihr hinschießt! Jetzt reicht's aber! Nein, Hotshot, nicht feuern! Die Menschen unterscheiden nicht zwischen Autobots und Decepticons. Sie halten uns alle für eine Bedrohung. Aber wir wollen ihnen doch helfen! Ausweichmanöver und keine Angriffe! Das erschwert die Sache aber ungemein und erhöht die Chancen der Decepticons. Ich weiß, aber wir haben keine andere Wahl. Auf diesen Bildern ist es ganz deutlich zu erkennen. Es bekämpfen sich also zwei Robotergruppen gegenseitig. Ganz recht. Ich habe während dieses Kampfes eine Analyse der unterschiedlichen Angriffsmuster angefertigt. Die Roboter mit den roten Punkten haben noch nicht ein Drohnenflugzeug abgeschossen. Ihre Angriffe waren allein gegen die anderen Roboter gerichtet. Aber die Gruppe, gegen die sie kämpfen, zögert nicht, alles zu vernichten, was sich ihnen irgendwie in den Weg stellt. Wir müssen mit den Kindern reden. Was? Die können Sie doch unmöglich da reinziehen. Das sind doch Kinder. Genau darum geht es, nicht wahr? Wieso sagen Sie denn nichts? Sieh dich um, Optimus. Erkennst du, dass es hoffnungslos für dich ist? Wenn du dich ergibst, werde ich dir das Leben schenken. Spart ihr den Atem. Leute, haltet durch. Wir werden siegen. Aber wie? Wir können hier ja kaum die Stellung halten. Keine Sorge, uns fällt schon was ein. Wir müssen Ihnen jetzt alles erzählen. Das schwarze Loch, Cybertron, eure Ankunft hier, das muss die Welt erfahren. Kobe, was redest du denn da? Wenn wir allen die Wahrheit sagen, unterstützen die Erdbewohner uns sicher im Kampf gegen die Decepticons. Er hat recht,
Das könnte eine Chance sein. Versuchen wir es doch. Tut mir leid, Kobi. Das geht nicht. Wir können die Menschen da einfach nicht mit reinziehen. Aber das könnte uns retten. Das stimmt. Aber es könnte uns auch schaden. Die Erdbewohner haben bereits andere Feindesverbände an ihrem Himmel gesehen. Wie würden sie wohl darauf reagieren, dass Außerirdische unter ihnen waren? Die Menschheit würde sich betrogen fühlen und uns ganz sicher nicht helfen. Ich kann das nicht erlauben. Ah! Nein! Jetzt reicht's. Ich sitze hier nicht länger rum. Passt gut auf die Basis auf, Leute! Kommt mit, wir gehen auch. Hey, wo willst du denn hin, Kobi? Ich werde die Sache beenden. Warte, wir wollen doch auch mit. Endlich werden wir auch mal eine Aufgabe bei dieser Schlacht übernehmen. Oh, halt, dazu müssen wir uns schon in Bewegung setzen. Wartet, Jungs. Ich mache mich auch auf den Weg. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Endlich sind wir da. Jetzt mischen wir uns ein. Ich wette, ich bin Erster. Und auf geht's! Und aufgesetzt! Na los, da lang! Danke fürs Mitnehmen! Na, dann zeig schon, was du drauf hast. Dann werde ich Smokescreen mal Rückendeckung geben. Ivan, transformier! Tja, das war's dann wohl für dich. Denn jetzt kriegst du's mit uns zu tun. Und wie wollt ihr Komiker mich aufhalten? Indem ihr schnell wegrennt, so wie beim letzten Mal? Siehst du mich rennen? Komm her! Wenn ihr unbedingt wollt! Achtung! Ah! Das wirst du büßen! Hm? Dafür werde ich sorgen! Was ist denn los, Optimus? Alles in Ordnung? Optimus Prime? Wir müssen ihn hier wegschaffen. Jetfire, komm her! Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Ihr müsst mir mit Optimus helfen. Natürlich. Jetzt springen! Bring uns hier weg. Kampfhandlung einstellen. Optimus ist verletzt. Keine Sorge, wir werden es dir schon noch zeigen, Starscream. Ich habe gehört, was passiert ist. Wie geht es Ihnen? Wir wissen es nicht. Und was jetzt, Kobi? Wir müssen irgendein hohes Tier auftreiben, einen General oder so. Genau. Bist du sicher, dass das auch das Richtige ist? Ich meine, wir wollen den Autobots doch nicht noch mehr Ärger einhandeln, als sie ohnehin schon haben, Kobi. Na klar. Wir werden euch helfen, Kobi. Das ist gut. Halten Sie an. Entschuldigt bitte. Ich muss mit euch reden. Wer sind Sie? Mir geht's gut. Mir geht's nicht gut. Also lass mich jetzt meine Arbeit machen. Wenn wir Starscream besiegen wollen, musst du fit sein. Mein Name ist übrigens Ivek. Mein Freund heißt Smokescreen. Wir möchten dir danken, dass du uns geholfen hast. Tut uns leid, die Verletzung. Während des Kampfes haben wir gehört, dass dich jemand Optimus Prime genannt hat. Ist das wirklich dein Name? Mhm. Halt still, Optimus. Ich hab's gleich. Gut, das war das Problem. Nicht der erste Granatsplitter, seit wir Cybertron verlassen haben. Oh. Cybertron? Hast du Cybertron gesagt? Na los, sag schon! Ja, wieso? So heißt unser Heimatplanet. Für euch ist das der Heimatplanet, aber für uns ist es weitaus mehr. Ich kann's nicht glauben. Die Legende ist wahr. Cybertron existiert. Das ist unfassbar. Weißt du, was das bedeutet? Das ist ja alles schön und gut, hilft uns aber überhaupt nicht. Wir müssen Starscream aufhalten. Ich will diesen Planeten nämlich nicht auch noch verlassen müssen, ist das klar? Ja, aber wir dürfen nichts überstürzen, wir brauchen einen Plan. Starscreams Einheiten sind viel größer als unsere. Das heißt, wir müssen ihn überlisten. Wenn es zum Kampf kommt, Optimus, werden wir stark sein. Hm? Wir finden einen Weg. Zusammen werden wir Starscream besiegen. Zusammen! Ich weiß, das ist ein Notfall, aber ich verstehe nicht recht, wieso wir so eine Spezialbehandlung vom Militär bekommen. Also, ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Sie haben Angst. Kobi, hör zu, ich bin da, wenn du mich brauchst, okay?
Danke, Dad. Keine Sorge, es wird schon nichts passieren. Na klar. Ach, was soll uns mit dem Militär denn schon passieren? Was glaubst du, will der Typ von uns? Wenn ich das wüsste. Also Leute, ich glaube, ich weiß schon, was der Kerl vorhat. Ich wette, er will die Autobots Stück für Stück auseinandernehmen, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Das ist sein Plan. Leg dich doch nicht so auf, Bud. Wieso? Ihr wisst, ich hab recht. Wir hätten auf Optimus hören müssen. Ich meine, ich habe genug Fernsehsendungen gesehen, um zu wissen, wie das endet. Vielleicht sollten wir ihm wenigstens eine Chance geben. Aber wenn er versuchen sollte, den Autobots auch nur ein Haar zu krümmen, dann kriegt er es mit mir zu tun. Und zwar richtig. Their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.